Sehr geehrte Damen und Herren, die Corona-Pandemie führt dazu, dass die diesjährigen Berliner Energietage in ungewohnter Form stattfinden. Aber die Veranstalter haben große Kreativität bewiesen. Ihr digitaler Sommer der Energiewende bietet über die kommenden Wochen hinweg ein attraktives, ein virtuelles Angebot. Klima- und Umweltschutz sind heute natürlich genauso wichtig wie vor der Corona-Krise. Aber für viele Menschen stehen derzeit andere Sorgen im Vordergrund, verständlicherweise. Und deshalb ist es gut und richtig, dass die Bundesregierung erhebliche Mittel mobilisiert, um Unternehmen und Beschäftigten kurzfristig zu helfen. Wir wissen aber auch, es wird eine Zeit des wirtschaftlichen Neustarts geben. Und ich bin der Überzeugung, dieser Neustart, den sollten wir verbinden mit einem Update unserer Volkswirtschaft. Ein Update, das uns moderner und klimaverträglicher macht, das neue, zukunftssichere Arbeitsplätze schafft und ausgerichtet ist an der Agenda 2030 und am Pariser Klimaabkommen. Klimaschutz, Innovation und Arbeitsplätze. Dieser Dreiklang ist für mich der Maßstab für gute Konjunkturpolitik. Der Energiesektor bietet dafür vielfältige Möglichkeiten. Die Vorschläge der EU-Kommission für einen European Green Deal gehen genau in diese Richtung. Klug gestaltet kann der Green Deal zum wichtigen Baustein für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise werden. Seine Umsetzung will ich daher zu einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr machen. Die Bundesregierung hat schon vor der Corona-Pandemie die Weichen gestellt in Richtung klimaneutrales Deutschland ab 2050. Mit Klimaschutzgesetz, Klimaschutzprogramm und Kohleausstieg hat sich das Land auf den Weg gemacht. 2019 war daher ein gutes Jahr für den Klimaschutz. Unser Land ist dem Klimaschutzziel für 2020 näher gekommen. Und das ist der Erfolg einer Klimapolitik, die auf konkreter politischer Rahmensetzung beruht, gerade im Energiebereich. Jetzt darf nicht der Fehler passieren, Sondereffekte durch Corona mit nachhaltigem Klimaschutz zu verwechseln. Niemand kann Umwelterfolge gut finden, die darauf beruhen, dass es den Menschen und der Wirtschaft schlecht geht. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, Klimaneutralität und Wohlstand erreichen wir nur mit einer robusten und florierenden Wirtschaft. Und deshalb setze ich konsequent auf mehr Klimaschutz. Und deshalb arbeitet die Bundesregierung auch während der Corona-Krise weiter daran, die Energiewende voranzutreiben. Investoren brauchen eine klare Perspektive und Planungssicherheit. Dazu gehört es, die Rahmenbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien rasch zu verbessern, mit verbindlichen und glaubwürdigen Zielvorgaben und vor allem durch die Aufhebung des Solardeckels. Nur so können die erneuerbaren Energien ihren notwendigen Beitrag zur Energiewende und dem Erreichen unserer Klimaziele leisten. Mit unserer starken Wirtschaft, der hochqualifizierten Wissenschaft und der engagierten Zivilgesellschaft haben wir in Deutschland die perfekten Voraussetzungen, Vorreiter im Klimaschutz zu sein. Viele dieser klugen Köpfe kommen bei den Berliner Energietagen zusammen. Für diese Veranstaltung wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute.